Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play Mushroom Kingdom Meltdown. Part 3 sollte das jetzt sein. Und wir gehen einfach mal in Mountain Sitting. Ich sag schon mal so viel, das Level ist hier nicht blind. Ich habe das Ganze schon mal ja, versucht aufzunehmen, hat aber eine Fail-Aufnahme. Ich werde nicht böse, wenn du meine Untergebenen tötest. I get even. Da weiß ich jetzt nicht, was das heißt, gleichgültig oder was auch immer. Wer weiß. Vielleicht werde ich dich auseinanderreißen mit meinen bloßen Händen, wenn du so weit kommst. Na gut, dann machen wir weiter. Das überspringen wir wieder. Und ich sa muss sagen, auch wenn das Lied hier im Hintergrund ziemlich nice ist, ist es doch ziemlich hektisch und lenkt einen ab. Es ist auch gerade 12:33 Uhr mittags und ich bin gerade eben aus dem Bett geklettert, also noch nicht so ganz mental fit und so. Nur so als kleine Vorwarnung. Ist hier was außer der Pilz? Ach halt, der erwacht jetzt zum Leben. Dann lieber weghauen. So, da jetzt in aller Ruhe warten, bis der weg ist, dann hier hoch. Ja, ein bisschen ruhig muss man es angehen, wenn man ohne Safe States spielen will. Da unten ist noch was. Und wir haben unsere altbekannten Legs. Ich dachte, ich hätte das jetzt in den Griff bekommen, indem ich jetzt versuche, auf der internen Festplatte aufzunehmen und nicht mehr auf der externen. Aber es scheint wohl nichts gebracht zu haben. Dann liegt es vielleicht doch am Hack oder allgemein an meinem Rechner. Weiß ich nicht. Müssen wir halt für diesen Hack damit leben. Der neue Rechner kommt erst in ein paar Monaten. Aber er wird kommen. So, der ist erstmal weg. Dann gucken wir da drüben. Hör. Das war Lack. Gut. Haben wir hier was drin? Eine Feuerblume. Nehmen wir uns mit. So, ah. Ja, ich rede andauernd davon, dass die Gegner aus dem Panzer kommen. A warning. Ja, der sagt uns ja, dass da eine wackelige Brücke ist und man soll sehr vorsichtig sein. Und wir gehen da auf eigenes Risiko rüber, denn ich möchte das mal demonstrieren. Ja, ist ja gut. Hier, da. Die Stellen, die kaputt gehen, die sind, soweit ich das gesehen habe, auch nicht besonders markiert. Das heißt, man weiß nie, ob man gerade da landet, wo es sicher ist oder wo man runterfällt. So, hier unten ist nichts, dann können wir weiter. Boah. Ja. Umdrehen, wenn man Feuerbälle schießt, ist immer eine grandiose Idee. Und in Gegner reinspringen ist auch grandios. Das fängt jetzt schon mal gut an. Machen wir weiter. Oder fangen wir nochmal an. Na kommt. Nein, den wäre ich auch beinahe wieder reingelaufen. Holen wir uns den Pilz nochmal, hüpfen darüber, dann kommt der, kommt nicht nochmal, na gut. Jetzt kommt er. So, dann hatten wir hier unten nochmal die Feuerblume. Wunderbar. Gehen wir wieder raus. Töten den da oben wie gewohnt. Hüpfen hier rüber. Töten die beiden und den. Holen uns dann die nächste Feuerblume und dann klappt das doch einigermaßen. Ich muss aber mal gucken, wenn später die Leben eng werden, dass ich mir doch irgendwelche Safe States quasi als Checkpoints setze zwischendurch. Aber erstmal versuchen wir es weiter ohne. Wir haben hier noch 5 Leben. Was nicht gerade sehr viel ist. Ja. Und hier muss ich sagen, bin ich auch nur aus Versehen runtergefallen beim letzten Mal. Das zeige ich euch mal eben. Plumps.
Und wir fallen hier runter, haben hier ein Schlüsselloch und einen Schlüssel. Ich weiß nicht, wie man darauf kommt, wenn man es nicht weiß. Ich bin wirklich nur aus Versehen durch diese Brücke durchgefallen und dachte mir, hey, yay. Erst habe ich gedacht, was soll denn der Scheiß, jetzt bin ich tot, dann Teleport und Secret Exit. Und ich dachte mir, what the fuck? Einfach nur, what the fuck? So, Mountain Secret, das ist übrigens ein episch geiles Lied im Hintergrund. Wie ich an das Leben da oben kommen soll, da wäre ich beinahe runtergefallen. Weiß ich übrigens nicht, von der Plattform aus komme ich da glaube ich nicht ran. Ja, ach, mit dem da wahrscheinlich. Ja. So klappt es schon mal nicht. Da brauche ich entweder den Vogel oder den Shelljump. Ich versuche es jetzt nochmal, wenn ich mir den Vogel anlocke, wenn das mal nicht zu spät ist. Doch, der ist schon weg. Aber bevor ich hier jetzt noch irgendwie in diesen komischen Abgrund falle, lasse ich es lieber sein. Ich werde das Level jetzt sowieso nur zweimal probieren, denn das habe ich in dieser Fail-Aufnahme auch schon gespielt. Obwohl, ich weiß gerade gar nicht, wie weit bin ich denn gekommen? Ist das hier schon... Nee, die Brücke da unten? Ja, kenne ich noch. Aber hier an der Brücke bin ich dann auch endgültig verreckt. Ach nee, einmal versuche ich es noch. Bevor ich hier aber meine ganzen Leben verpulvere, mache ich dann gleich lieber das Normal Exit in einem anderen Level. Oder kriege ich das Leben da oben? Komm mal her, Vogel. Wie sieht denn das so aus? Ah, bisschen zu früh. So, dann versuchen wir das einfach nochmal. Ich will das Leben jetzt haben. Komm her. So. Und genau das habe ich mir gedacht, dass ich dann in das Vierer einspringe. Gut, dann bringt das nichts, sich das Leben zu holen. Da verliere ich nur welche. Das war auch dumm. Da muss ich echt aufpassen mit diesen Brücken. Ist aber auch immer das letzte Stückchen. So, seid mir nicht böse, aber ich mache hier doch mal einen Safe State. Bei dieser Brücke. Gerade auch, weil man nicht sieht, wo die Dinger kaputt gehen. Oder ich weiß nicht, ob ihr da irgendwas erkennt, aber ich erkenne da beim besten Willen nichts. So, bin ich da sicher? Ja. Dann erstmal in Ruhe die beiden töten. So, hier ist nochmal ein Safe State. Tut mir leid, aber in Ausnahmefällen macht man sie halt mal. Auch Emero hat in seinem Mario Gives Up Let's Play an einigen wenigen Stellen Safe States benutzt. Einfach weil diese Stellen zu unfair waren oder er sich den Yoshi nicht immer wieder neu holen wollte. So, wofür brauche ich das Springboard? Ah, jetzt muss ich hier wieder rüber. Nochmal ein Safe State. Gut, dass ich dann nicht in den Abgrund gefallen bin. Ach ja, die Vögel sind hier weg. Ich nehme das einfach mal mit, wofür auch immer ich das brauchen kann. Bestimmt irgendwas Wichtiges. Stopp. Kein Power-Up für mich. Und wir gucken hier weiter mit Lags und Slowdowns. Weil man es hier gewohnt ist. So, hier könnte man ein Springboard gebrauchen. Ich mache mal ein Safe State, weil es hier in zwei Richtungen weitergeht. Aber wahrscheinlich werde ich den eh nicht laden. Vermute ich mal. Ich gucke einfach mal, was hier ist. Das Normal Exit. Gab es hier ein Secret Exit? Nein. Green Switch Palace. Na gut, dann lade ich den Safe State jetzt doch nochmal, nur um zu gucken, was in dieser Röhre ist.
Wahrscheinlich nur ein Power-Up oder was. Da komme ich... Nee, oder? Ach so, das ist eine Reset-Pipe, falls man das mit dem P-Switch versaut hat. Okay, Rewind. Ich habe das Level ja gerade schon geschafft, also von daher ist das ganz legitim. Gut, dann gehen wir jetzt in den Green Switch Palace. Da-da-da-dam. Hier werde ich auch mit Safe States arbeiten, weil ich kenne das auch schon. Das ist Finde deinen Weg. Und wir haben wenig Zeit. Von daher, bevor mir die Zeit ausläuft. Ja. Ich wollte da oben rein. Da oben. Wenn Mario mal springen würde, dann war das Mitte, glaube ich. Nein. Ja, ist ja gut. Oben und... Wie jetzt? Oben? Oben. Dann ist das immer ein anderer Weg. Oben, oben. War das dreimal oben oder wie? Oben, oben, oben. Na gut. Und ihr seht, ich habe jetzt schon unter 50 Sekunden. Ich habe mit 100 Sekunden angefangen. Hm. War ich jetzt beim vierten in der Mitte schon mal oder war ich unten schon mal? 1, 2, 3. Gucke ich unten. Ne, in der Mitte. Gut, lade ich hier den Safe State nochmal neu. Oben, 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 Mitte. Mach ich hier mal einen Safe State. Also ganz im Ernst, solche Spiele, die nur, das ist ja reines Glück, ausprobieren und failen, das passt mir gar nicht und da sehe ich dann auch nicht ein, dass ich das ohne Safe States versuche. So, was hatten wir jetzt? Oben, Mitte hatten wir. Oben, Mitte. Und unten ist falsch. Dann gehe ich nochmal Mitte. Nein. Also oben, Mitte, oben. Dann unten und oben. Alles klar, holen wir uns das Leben. Also wie gesagt, das ist wirklich hundertprozentiges Glück, weil man es nicht sieht und einfach erraten muss. Das hat einen schon in Super Mario Bros. 1 angekotzt. Ihr wollt mich verarschen. Wo falle ich jetzt hin? Lande ich auch mal irgendwo? Aha, ja. Entschuldigung. Also, was bist du denn für einer? Man kann mit dir nichts machen. Mit dir kann man auch nichts machen. Und ich muss nochmal niesen. Entschuldigung. So, hier ist auch sonst nichts mehr. Dann gehen wir mal in die Tür. Man muss ja immer mal gucken, ob da nicht noch was versteckt ist. Oh, du machst es mir zu leicht, Mario. So vorhersehbar. Hab Spaß. Ha, 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 ha. Okay, ich hab Spaß. Mega Man Musik. Aber ich werde mir hier sicherheitshalber auch mal ein Safe State machen. Ob ich ihn brauchen werde, weiß ich nicht. Wenn ich dran denke, ich werde wahrscheinlich nicht dran denken, ist in der Videobeschreibung auch ein Lied zu einem geilen Video von Brentel Floss, der sich Lyrics zu diesem Song ausgedacht hat. Die finde ich sowas von geil. Und irgendwie fehle ich hier total. Und den Safe State, den habe ich jetzt auch nur gemacht, weil ich keinen Midway Point habe. Wenn ich jetzt sterbe, muss ich wahrscheinlich
den ganzen Switch nochmal machen. Jawohl. Von daher machen wir jetzt hier einfach mal die Dr. Wily Stage, wenn ich die so nennen darf. Komme ich da auch ran, ohne was zu verlieren? Ja. Feuerblume. Komme ich da auch zurück, ohne was zu verlieren? Ja. Ich weiß nicht, die Grafiken, sind die auch von Mega Man oder ist das nur Mega Man Musik? Wer sich mit Mega Man auskennt, könnte mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob das hier Mega Man Grafiken sind. Also die Gegner wahrscheinlich nicht, aber hier die Umgebung. And 5 and 6 were okay. But 7 sucked big dinosaur balls. Da hoch. Na gut, da kann man nicht drauf stehen. Schön, dass mir das auch mal jemand sagt. Gut, machen wir da einen Spin-Jump drauf. Klappt super. Jetzt kommt hier wahrscheinlich ein Bossfight und ich habe kein Power-Up. Nee, es geht noch weiter. Das ist ein geiles, mega geiles Lied, Lied. Und ich sollte aufhören zu singen. Und überlegen, wie ich da jetzt so... Ja, es ist, glaube ich, ein bisschen Timing-Sache. Ein Pilz, jawohl. Autsch. Ich habe mich auch immer gefragt, wie die Leute, die die Spiele ohne Safe State spielen, immer vorhersehen können, in welchen Boxen Power-Ups sind. Aber ich glaube, so langsam entwickelt man auch mal ein Gespür dafür, wo Power-Ups versteckt sind. Kommst du runter? Danke. Und stirb. Machen wir das anders. Da ich den gesamten Switch und den gesamten ersten Abschnitt nochmal machen müsste, Safe State. Ja. Einfach nur mangels Midway Points. Also habe ich mich, glaube ich, auch schon mal darüber beschwert, dass es hier in diesem Hack scheinbar keine Yoshi Coins gibt. Was ich nicht nett finde. Und wir müssen nach diesem Switch Palace auch mal zu einem Ende kommen. Was? Blast. Meine Zeitmaschine hat einen Fehler oder ist kaputt gegangen oder was auch immer. Oh, fine. Have your Lucy Greeny Switch. Ach so. Ach, das war die Zeitmaschine, wo wir gerade drin waren. Okay. Strange. Ach so, ich wollte da jetzt gerade weitermachen. Die ist jetzt kaputt gegangen und jetzt werde ich wieder zum Switch teleportiert und krieg meinen dummen kleinen grünen Switch. Schöne Sache. Finde ich toll. Da, 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 da. Und wir haben wieder eine Standardnachricht. Hey. Gut. Die Zeit ist auch so weit, dass ich sagen kann, der Part ist vorbei. Und wir haben wieder keine Animation, dass die Blöcke durch die Gegend fliegen. Und wir haben keine Speichernachricht. Dann setze ich mir hier in Safe State zum Speichern. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr entschuldigt mir die paar kleinen Safe States. Bis dahin und tschüss.